Für unseren ersten Preisträger bin ich in die nördlichste kreisfreie Stadt Deutschlands gefahren, nach Flensburg. Hier an der Waldschule fängt Inklusion schon in den Köpfen an. Unser Motto lautet, es ist normal, verschieden zu sein. Und wir Lehrer leben den Kindern es vor und die Kinder machen mit. Und was heißt das konkret für den Alltag der Schülerinnen und Schüler? Im Unterricht arbeiten die Kinder gemeinsam an einem Thema, aber auf unterschiedlichem Lernniveau. Wir haben an unserer Schule ein Instrument entwickelt, das heißt Mein Lernweg. In dem können die Kinder ihre persönlichen Lernerfolge markieren und wir können auch die nächsten Lernschritte mit ihnen sichtbar machen. Unsere Klasse ist toll. Für mich die beste. Von Flensburg nach Leipzig zu unserem nächsten Preisträger. Hier an den beruflichen Schulzentren der Stadt Leipzig wird Inklusion gelebt und der Übergang in den Beruf erfolgreich gemeistert. Wir haben insgesamt 500 Schülerinnen und Schüler an unseren drei Berufsschulen mit Handicap. Diese 500 fördern wir ganz individuell. Dazu dient unsere Bildungskette von der Berufsorientierung bis zum Einstieg in den Beruf. Bei so vielen Schülerinnen und Schülern, wie schaffen Sie es da, die individuelle Förderung so groß zu schreiben? Im Zusammenspiel. Im Kooperationsverbund unserer drei Berufsschulen können wir unsere Vorteile ergänzen. Die Schule hat mir durch einen Kompetenzpass geholfen, denn da steht ja drin, wo meine Stärken und meine Schwächen sind, wo ich mich verbessern muss noch. Ich mache eine Ausbildung als Lagerfachhelfer, um eine Perspektive für die Zukunft zu haben.